Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, liebe Zuschauer, wir sind zum dritten Teil dieser Vortragsreihe gekommen, zum Thema heute Gemeinde Jesu in den Endzeitkämpfen. Wie können wir ganz persönlich als Einzelne und als Gemeinden dem Herrn Jesus die Treue halten? Mit Gottes Gnade habe ich ja bereits zwei Themen mit uns betrachtet. Welt am Abgrund, was bringt das neue Jahrzehnt angesichts der ganzen Krisen, die jetzt aufgebrochen sind? Und gestern Abend Globalisierung, Ökumene, neue Weltordnung und das Kommen des Antichristen. Jetzt das Thema, was jetzt mehr uns persönlich betrifft als Gemeinden, die Endzeitkämpfe, denen wir stehen, gerade auch als Christen. Und wie können wir dem Herrn Jesus treu bleiben? Das wird dann der Abschluss sein, diese Frage ganz konkret in einigen Punkten, wie wir dem Herrn treu bleiben. Aber zunächst richten wir einen Blick auf die Endzeitkämpfe, speziell im Blick auf uns Christen. Ich lese dazu aus Matthäus 24, die Verse 37 bis 41 aus der Endzeitrede Jesu. Dürft ihr gerne auch aufschlagen. Matthäus 24, ab Vers 37. Wie es in den Tagen Noahs war, also bevor die Sintflut kam, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Der Menschensohn ist der Herr Jesus Christus, gemäß Prophet Daniel Kapitel 7. Denn so, wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und sie erkannten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird weggenommen, der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird weggenommen und die andere wird weggelassen werden, zurückgelassen werden. Und dann sagt der Herr, darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird, in welcher Stunde der Herr Jesus kommt. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass soweit möglich er dazu aufsteht. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir. Wir beten dich an und rühmen dich, dass du deinen Sohn gesandt hast, uns zu erlösen. Aber wir wissen aus deinem Wort, der Herr Jesus wird wiederkommen und bitten dich, Herr, wir bitten dich, lass uns bereit sein, gereinigt durch das Blut Jesu Christi, dass wir ja, bereit sind für die Entrückung und für die Begegnung mit dem Herrn. Lass auch diesen Gottesdienst dazu dienen und sei du mit jedem Einzelnen von uns. Amen. Es wird wie in den Tagen Noahs sein. Wer war Noah? Er war der einzige gerechte Mensch seiner Zeit, so wird uns gesagt. Er war zwar auch nicht sündlos, aber er war jemand, der Gott von ganzem Herzen lieb hatte, der auf sein Wort horchte und hörte und gehorchte. Und er wurde zusammen mit seiner Familie durch die Gnade des Herrn, durch die Arche, durch die Sintflut hindurch gerettet, in der Arche. Heute gibt es unter uns sicherlich viele Noahs, die wachsam sind, die sehen, was sich zur Zeit zusammenbraut in der Welt und auch in den Kirchen und die als Bußprediger und Wächter durch diese Zeit gehen. Nicht jeder muss das machen, wie ein Bruder aus Bremerhaven, der kürzlich mit Sacktuch durch die Stadt gelaufen ist, durch die leergefegten Straßen aufgrund der Corona-Pandemie und gerufen hat, kehrt um zu Jesus. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, zur Umkehr einzuladen. Es war eine besonders drastische Art. Wir haben zum Beispiel durch Traktate getan, durch christliche Flyer, die wir verteilen und auch Zeitschriften, wo auch ein Umkehrruf steht. Und es gibt viele unter uns sicherlich, die auch unseren Nachbarn sagen, ist jetzt nicht Zeit aufzuwachen aus dem Schlaf, umzukehren zum lebendigen Gott, heraus aus der Sündenpfuhl-Situation, in der viele Menschen heute versunken sind. Aber wir sind, das wissen wir auch, eine Minderheit in unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die immer gottloser geworden ist in den letzten Jahrzehnten und auch schon Jahrhunderten. Wie war es in den Tagen Noahs? Der Herr Jesus sagt, sie aßen, sie tranken, sie freiten oder heirateten und ließen sich freien, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche ging und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Es war ein schreckliches Gericht damals. Womit waren die Menschen beschäftigt, wenn wir das lesen? Wir wissen, es waren auch grauenhafte Sünden, diese Riesen, die durch Verschmelzung wohl von dämonischen
Mächten mit den Frauen damals geschahen, durch Männerleiber wohl, haben die Dämonen sich dann mit den Frauen vereinigt. Es wird dann von den Riesen der Vorzeit berichtet, Titanen, und dass grauenhafte Sünden eben waren, auf sexuellem Gebiet, aber auch vielen anderen Gebieten, auch Unzucht und Gewalt und Kriege und Zerstörung, Brutalität, so wie es heute auch durch viele Kanäle gebracht wird. Aber hier steht jetzt in Matthäus 24 an sich etwas ganz Alltägliches. Sie waren beschäftigt mit Essen und Trinken und Heiraten. Das ist ja an sich noch keine Sünde. Das Problem ist, dass sie nur damit beschäftigt waren und nicht Gott die Ehre gaben. Auch wir dürfen sicherlich gut und gerne essen. Wir sind hier noch kein Hungerland bis jetzt, aber viele Menschen hungern auch, die sollen wir auch nicht vergessen. Aber sie aßen und tranken nur, sie freiten nur, heirateten auch zum Teil. Wilde Ehe gab es sicherlich auch damals schon. Und sie waren zwar mit diesem alltäglichen Leben beschäftigt. Auch heute sind viele Menschen unter uns mit dem ganz alltäglichen Leben beschäftigt. Einkaufen im Supermarkt, essen, schlafen, arbeiten, zumindest solche, die Arbeit haben. Es werden wohl immer weniger jetzt gerade sein. Und dann eben auch Themen wie Liebe, Sexualität, also meistens ohne Treue heute leider. Die innerweltliche, fleischliche Liebe, dann mit dem Berieselung durch Spiele, Computerspiele, Medienkonsum, Zerstreuung, Ablenkung, Unterhaltung und da diese schrankenlose Gleichgültigkeit gegenüber Gott und seinem Wort. Der Atheismus, die Gottlosigkeit ist heute weit verbreitet. Gewalttaten nehmen überhand, Korruption auch in der Politik, Unzucht auf sämtlichen Kanälen und dann vor allem das Thema Geld, Mammons Sucht. Man hört immer vom DAX und wie wir gerade die Aktienkurse sind. Das ist für viele Menschen das Wichtigste, möglichst viel Geld anzuhäufen. Es ist nicht verboten, dass es uns hier gut geht. Ja, aber wenn diese Mammonsucht uns gefangen nimmt, wenn wir nur noch nach dem Irdischen streben, dann sind wir doch arm dran. Manche Menschen haben große Häuser gebaut und plötzlich ist die Ehe auseinandergegangen. Vor lauter scharfe Häuslebau, wie man hier im Schwäbischen sagt, aber keine Zeit mehr gehabt für die Stille vor Gott, für die Pflege der Ehe und Familie. Und welcher Schaden ist dann entstanden? Da steht man da mit dem fertigen Haus und dann muss man es gleich wieder verkaufen, weil man es nicht halten kann. Wir sehen, wie vergänglich alles Irdische ist, liebe Geschwister, und wie man doch in allem Gott die Ehre geben sollte und sich auf das Wesentliche konzentrieren sollte. Traurig auch, dass der Name Gottes keinen Platz mehr hat in der Politik, zumindest in Deutschland, in Europa. In anderen Ländern ist es noch anders, USA zum Beispiel, auch wenn da vieles äußerlich ist, aber zumindest wird da immer noch vom allmächtigen Gott geredet und gebetet, auch bei Wahlveranstaltungen. Während bei uns hier Gott noch nicht mal einen Platz gefunden hat im europäischen Reformvertrag. Verfassung konnte man es ja nicht nennen, weil die Franzosen und Niederländer dagegen gestimmt hatten. Und dann konnte man nicht nochmal abstimmen lassen damals, 2005 glaube ich war es. Und dann hat man statt Verfassung nur einen Reformvertrag verabschiedet, Lissabonner Vertrag, der dann am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. Das wiederauferstehende Römische Reich, ich habe es ja gestern erklärt, diese Zusammenhänge. Aber da hat Gott keinen Platz, nur der Humanismus. Der Mensch wird besungen, der Glaube an das humanistische, kulturelle und religiöse Erbe Europas. Religiöses Erbe ist das Äußerste, wozu man sich im neuen Europa durchringen konnte. Geschrieben von dem Hochgradfreimaurer Valéry Giscard d'Estaing, im Wesentlichen verfasst viele Passagen dieses Reformvertrags. Und da hat Gott keinen Platz, nur der Humanismus, der Glaube an den Menschen, der selbst seine Menschheitsbruderschaft aufrichtet. In dieser Situation leben wir gerade hier in Europa, auch in Deutschland, dass hier die Gottlosenbewegung, im Wesentlichen die Politik und auch die Massenmedien, die journalistischen Kanäle steuert. Es gibt leider nur wenige gläubige Journalisten, das ist eine kleine Minderheit. Und deshalb ist auch die Berichterstattung, die Manipulation durch die Medien so gottlos und so einseitig, wie wir es heute erleben. Man spricht auch schon, sei mir verzeiht, wenn ich es hier zitiere, von Fake News oder Lügenpresse. Nicht jede Meldung ist natürlich falsch. Es gibt auch viele ernsthaft arbeitende Journalisten. Aber wenn jemand wirklich die Wahrheit sagt, die ganze Wahrheit, was wirklich passiert ist, dann kriegt er oftmals Probleme von oben her. Nun, liebe Geschwister, ein böses Erwachen ist es jedes Mal, wenn wie vor einiger Zeit Erdbeben geschehen oder wie jetzt Seuchen
ausbrechen oder Pandemie, sagt man ja etwas verharmlosend. Manche meinen ja, das Virus gibt es gar nicht. Andere sagen, es ist ganz gefährlich und tödlich. Ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte. Natürlich gibt es dieses Virus, aber es wird auch manches an den Maßnahmen übertrieben, das wissen wir auch. Trotzdem wollen wir, soweit es nicht gegen Gottes Wort und gegen unser Gewissen als Christen geht, diese Maßnahmen befolgen. Wenn sie uns allerdings die Mission verbieten, wenn sie uns die Versammlungen völlig verbieten würden, dann können wir da nicht mehr gehorsam sein. Dann müssen wir uns vielleicht im Wald versammeln, so wie es unsere Vorfahren auch getan haben in den Verfolgungszeiten, gerade auch in Russland. Viele von euch kommen ja auch von dort. Und ja, versammeln müssen wir uns, wie auch immer, aber klar, auch mit Vorsichtsmaßnahmen, mit Abstand, wie es jetzt gerade ist. Wir sind dankbar, dass es überhaupt wieder geht und dass es jetzt noch keine Christenverfolgung ist in diesem Sinne. Aber wir haben vielleicht einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, wie das mal sein könnte, wenn von heute auf morgen die Kirchen zugemacht werden müssen. Ja. Das war schon sehr alarmierend, aber wir haben gehofft und gebetet, dass wenn diese Pandemie wieder abflaut, dass dann diese Maßnahmen aufgehoben werden. Sie wurden jetzt und werden auch momentan aufgehoben. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft alles noch bringt, wann die nächste Welle vielleicht heranrollt und wie das alles weitergeht. Und deshalb, wir sind ganz in der Hand des Herrn. Wir können uns auch im Haus versammeln, in den Häusern, so wie die ersten Christen. Sie brachen das Brot hin und her in den Häusern. Aber schön natürlich auch, wenn wir wieder als ganze Gemeinden zusammenkommen können. Ja, liebe Geschwister, es herrschte also damals zur Zeit Noahs abscheulichste Sünde. Das Böse war so schlimm ausgereift, dass Gott es nicht mehr ertragen konnte. Er sandte die Sintflut und am Ende, so steht in 2. Petrusbrief Kapitel 3, wird Gott keine Wasserflut mehr schicken, sondern, wer weiß es, eine Feuerflut. Es steht da, dass die Elemente sich vor Hitze auflösen werden. Manche denken an eine atomare Kettenreaktion, manche denken an ein schwarzes Loch, das die Antimaterie, die Materie praktisch absorbiert. Es werden sogar Experimente gemacht in der Schweiz, wo man praktisch mit Materie, Antimaterie experimentiert. Das kann sogar zur Auflösung der Materie führen, also unserer Erde, wenn die Sache entgleitet, sagen manche Wissenschaftler. Ich bin jetzt kein Physiker, aber ich halte die Sachen auch für gefährlich, wenn man mit diesen Urkräften der Schöpfung experimentiert und versucht, Gott herauszufordern. Aber Gott selber, so steht in 2. Petrus 3, wird diese Feuerflut am Ende schicken. Im 2. Petrusbrief, ich möchte es mal mit uns aufschlagen, Kapitel 3, ihr könnt es gerne auch aufschlagen, da heißt es, es ist interessant, dass auch hier die Sintflut wieder vorkommt, die ganze Bibel ist ein einziger Zusammenhang, ein wunderbar von Gott eingegebener, heilsgeschichtlich inspirierter Organismus. Und da steht in 2. Petrus 3, ab Vers 3, und ihr wisst vor allem, dass in den letzten Tagen, also jetzt in der Endzeit, Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften oder Lüsten leben. Die machen nur, was ihnen Spaß macht. Die fragen nicht mehr nach Gott, genau wie damals. Und die sagen dann, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand haben durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde. Ich habe hier ein Buch, Schöpfung, Sintflut, Babylon, liegt auch hier aus, da habe ich diese ganzen Zusammenhänge beschrieben, wie die Schöpfung war in den 6 Tagen, wie es die Bibel sagt, wie dann aus das Wasser und die Erde, wie das daraus hervorging und wie alles so genau auch naturwissenschaftlich nachweisbar ist, was die Bibel über die Schöpfung sagt. Sehr interessant. Und das wird auch hier beschrieben. Und dann heißt es über die Endzeit, damals die Sintflut und jetzt Vers 7, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort, durch Gottes Wort, aufgespart für das Feuer. Nicht für das Wasser, für das Feuer. Aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. Eins aber soll euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Umkehr findet. Deshalb ist Jesus noch nicht wiedergekommen, damit noch viele gerettet werden, dass noch viele das Evangelium, die Heilsbotschaft hören. Und dann heißt es,
Und das ist jetzt die Lage, die vor uns steht. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, das heißt völlig überraschend, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden, die Elemente aber, die ganzen atomaren Bestandteile der Schöpfung, werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott wird die Schöpfung völlig neu machen. Zuerst kommt noch das tausendjährige Reich auf Erden, Offenbarung 20, aber nachdem dann nochmal der letzte Aufstand Gog und Magog aufgebrochen ist, um zu prüfen, wer wirklich Jesus die Treue hält, in dieser Zeit noch nach der Schlacht von Harmageddon im tausendjährigen Reich und nach dem tausendjährigen Reich dann die letzte Prüfung, dann das Weltgericht und dann neuer Himmel, neue Erde, so wie es in der Offenbarung an die letzten Kapitel in dieser Abfolge ganz chronologisch geschrieben steht. Wir können die Bibel hier wirklich völlig wörtlich nehmen, was den chronologischen Ablauf angeht. Nun noch ein Blick auf den Menschen der Endzeit, bevor wir dann darauf eingehen, wie wir hindurchkommen. Wie sieht es denn heute aus? Auch dazu eine Stelle, die den Menschen beschreibt, natürlich wie er schon immer gewesen ist, aber gerade in der Endzeit sich zuspitzt. Es gab Zeiten, da waren die Menschen nicht so gottlos wie heute insgesamt. Es gab Zeiten der Erweckung, der Reformation, auch im Mittelalter, im Katholischen, hatten die Menschen immerhin noch eine Gottesfurcht, auch wenn vieles an Vermischung, an Babylon hineinkam, aber sie hatten noch eine Gottesfurcht. Aber heute, seit dieser französischen Revolution und den ganzen gottlosen Bewegungen, da ist dieser Ungeist des Atheismus über viele Menschen hereingebrochen. Und sie glauben nur noch an sich selber, an die Materie und nicht mehr an Leben nach dem Tod oder den lebendigen Gott. Und wie wird der Mensch der Endzeit beschrieben, der uns überall umgibt und wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht selber auch diesen Dingen verfallen? In 2. Timotheus 3 steht geschrieben, und ich habe das zum Teil auch nochmal mit einer eigenen Übersetzung etwas aktueller uns hier zu erklären versucht. Das sollst du aber wissen, also 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. Das Wort Kairoi, Chalepoi, das heißt wilde oder besessene Zeiten, wo die Menschen geradezu dämonisch auch besessen sind. Nicht 2. Thessalonicher 3, sondern 2. Timotheus 3, ich sage es hier für die Anzeigetafel. Und da werden die Menschen auch okkult geprägt sein, geradezu von Satan besessen. Genau, jetzt haben wir es hier auch in der Wand. Und was wird da beschrieben über diese Menschen? Die Menschen werden selbstsüchtig sein, also nur sich selber lieben, geldgierig, diese Geldsucht, prahlerisch, das heißt angeberisch, hochmütig, stolz, Lästerer, Lästerung gegen Gott. Wir haben auch jetzt die Gotteslästerung seit Jahrzehnten schon freigegeben, auch in Deutschland. Den Eltern ungehorsam. Wir erinnern uns vielleicht noch an die antiautoritäre Erziehungswelle in den 60er Jahren, die Älteren unter uns. Damals wurde ja gesagt, man muss weder Gott noch dem Staat noch den Eltern gehorsam sein, sondern den dauernden Aufstand, die Revolution proben. Und die Kinder, die daraus hervorgingen, die haben keinen Halt gehabt. Und das ist jetzt inzwischen schon die Großvätergeneration in Deutschland, die von dieser Anti-Autorenwelle geprägt sind. Deshalb wird es von Generation zu Generation schlimmer, weil schon die Großeltern als unsere Generation, wenn wir nicht Christen sind und vom Wort Gottes geprägt und gewisse ethische Maßstäbe noch mitbekommen haben, dann auch schon diese haltlose, antiautoritäre Erziehung durchleiden mussten. Bei mir war es Gott sei Dank nicht so, aber viele sind dann praktisch ohne wirkliche Erziehung schon aufgewachsen. Heute schon die 3. Generation, die so haltlos aufwächst. Deshalb wundern wir uns auch nicht über das Drogenelend in vielen Schulhöfen. Ja, dann, aber es kann immer wieder Umkehr geschehen zum lebendigen Gott. Über sie wird dann noch gesagt, dass diese Menschen undankbar sind, unheilig, lieblos, unversöhnlich, ich kann das jetzt nicht alles auslegen, verleumderisch, unenthaltsam, wild, sie hassen das Gute, Verräter, Frevler, überheblich, unbedacht, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Also nur immer Fun, Spaß, Unterhaltung, aber
Nicht arbeiten, nicht fleißig sein, nicht Gott dienen, nicht Kranke besuchen, Alte besuchen, sondern nur dem eigenen Vergnügen leben. Das ist heute die dritte Generation schon, die jetzt vollends so aufwächst. Sehr traurig. Und wenn wir da was entgegensetzen, haben wir es oft schwer, weil ja die Medien auch schon entsprechend geprägt sind. Und dann steht noch, denn zu ihnen gehören die, die sich in die Häuser einschleichen und leichtfertige Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Leidenschaften getrieben werden. Und es steht was sehr Interessantes, die immer lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Also man hat heute eine ungeheure Flut an Wissen, auch im Internet, auch Wikipedia. Aber es ist schon so viel, dass die Leute die Wahrheit gar nicht mehr erkennen. Es ist so viel Auswahl da in den Religionen, in den Ideologien, in den ganzen Sekten und Kulten und Atheismus und, dass man gar nicht mehr weiß, was die Wahrheit ist. Wenn man da nicht wirklich ein ernsthaft gläubiges Herz hat, die Bibel liest, die biblischen Aussagen ernst nimmt, dass allein Gottes Wort die Wahrheit ist, dass allein Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wenn man das nicht mehr ernst nimmt, dann ist man sehr schnell verführt. Und denkt, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen nach Mekka, viele Wege führen zum Dalai Lama und wo auch immer hin. Und die Menschen sind völlig orientierungslos. Ein typischer Autor in dieser orientierungslosen Welle, der auch die Menschen eher verführt, statt in die richtige Richtung leitet, ist zum Beispiel Anselm Grün, der dann Buddhismus mit Spiritismus, Katholizismus, Mystik und alle möglichen vermischt, Psychologie von Carl Gustav Jung. Und dann kommt so ein gefährliches Mischmasch heraus, wo der Kreuzestod Jesu praktisch oder der Sühnetod durch sein Blut überhaupt nicht mehr verstanden wird. Keine wirkliche Erlösung, sondern psychologische Selbsterlösungsrezepte den Menschen gebracht werden. Wenn man in irgendeine Buchhandlung geht und irgendwie religiöse Literatur sucht, dann kommen solche Bücher. Aber wirklich christliche Bücher, die kann man mit der Lupe suchen heutzutage. Und dann heißt es aber, genauso wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, das sind diese heidnischen Priester am Pharaonenhof gewesen, die haben hier, bekommen jetzt hier die Namen im Neuen Testament, im Alten Testament stehen noch keine Namen, aber Gott hat es hier dem Apostel Paulus geoffenbart, dass die Jannes und Jambres hießen. Genauso wie die, die Mose widerstanden, so widerstehen auch sie, diese Menschen mit den zerrütteten Sinnen der Wahrheit. Es sind eben Menschen mit verwirrter Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Die werden es aber nicht weit treiben. Ihre Dummheit wird von allen erkannt werden, wie es auch bei jenen geschah. Und jetzt kommen wir so langsam zu uns, wie wir aber dagegen leben sollen. Und das steht hier sehr schön an Timotheus gerichtet, aber auch an uns alle. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, also der Lehre der Apostel. Wir sollen allein die Lehre der Apostel verinnerlichen, indem wir die Bibel lesen, indem wir das Wort Gottes studieren, in der stillen Zeit unsere Andacht halten und dadurch täglich gestärkt werden und auf dem richtigen Weg von Gott geleitet werden. Du bist meiner Lehre, also der Apostellehre gefolgt, meinem Lebenswandel, auch vorbildlich, der Apostel Paulus, nicht in allem, aber auch der König David und andere, es waren auch Menschen. Nur der Herr Jesus war und ist perfekt. Und trotzdem sollten auch wir Glaubensvorbilder haben, ohne uns da jetzt auf Haut und Haaren zu verschreiben, an Menschen. Allein Jesus ist völlig vollkommen. Und doch ist es kein Schaden, wenn man Vorbilder auch im Glauben hat, ältere Brüder, ältere Schwestern, die wirklich mit dem Herrn von Herzen leben. Du bist meinem Streben gefolgt, meinem Glauben, meiner Geduld, meiner Liebe, meiner Langmut, meiner Geduld, meinen Verfolgungen. Auch das Leiden gehört dazu, gerade auch in der Endzeit. Wir werden nicht immer auf Samtbetten liegen, sondern vielleicht auch mal auf harten Gefängnislagern. Und auch da gilt es, den Herrn nicht zu verleugnen. Und dann sagt ja der Apostel Paulus in Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Böse Menschen und Verführer werden es immer ärger treiben, sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und worauf du vertraut hast, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Die heiligen Schriften, die Bibel, das ist das A und O und zwar eine unverfälschte, gute, wortgetreue Übersetzung. Jetzt blicken wir noch gerade auf evangelikale Gemeinden, zu denen, denke ich, auch wir und ihr gehören. Wo müssen wir besonders wachsam sein als Gemeinden, jetzt nicht nur als Einzelne? Nun, der Teufel gebraucht eine Doppelstrategie,
um Gemeinden zu verführen. Und beides fängt mit V an. Oder ja, zu bedrängen. Das eine ist die Verführung und das eine andere die Verfolgung. Also die beiden Vs, Verführung und Verfolgung, kann man sich gut merken. Und die Frage stellt sich, was gefährlicher ist für unseren Glauben. Die Verführung oder die Verfolgung? Was denkt ihr denn? Sagen alle Verführung, so ist es. Bei der Verfolgung, da zeigt sich, was echt ist. Da werden die wirklich Gläubigen offenbar und die werden auch treu bleiben. Wer Heuchler ist, wird dann abfallen, das ist ganz klar. Der war ja auch nie wirklich dabei. Aber bei der Verführung, da wird so Licht und Finsternis gemischt. Da ist manches richtig und da sagt man, ja, dieser Prediger oder diese Predigerin heute, sehr modern heute in emanzipatorischen Zeit, obwohl es unbiblisch ist, es gibt in der Bibel keine Predigerin, die bei Männern predigen dürfte, ja, sondern es, die Frauen sollen die Kinder, die Frauen und die Kinder lehren und die Männer, die eben die Hauptstellung Christi widerspiegeln, sie haben Leitungs- und Lehraufgabe bezüglich der ganzen Gemeinde. Das kann man überall lesen, im 1. Korinther 11, in den Timotheusbriefen, in Epheser 5 und so weiter. Wer das Wort noch ernst nimmt, der kann nicht Pastorinnen oder Ähnliches einsetzen. Höchstens für Religionsunterricht oder solche Dienste an Kindern oder an anderen Frauen und Schwestern. Ja, also, die Verführung ist gefährlicher. Der Bibelausleger Gerhard Meyer hat mal so geschrieben, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, also schweißt sie zusammen. Die echte Gemeinde, die Kerngemeinde der wirklich Gläubigen, die anderen sind dann weg, ja klar, die sowieso nie dabei waren von Herzen, oberflächlich waren, lau sind, die sind dann weg. Aber die Verfolgung eint die wahre Gemeinde, die Verführung dagegen spaltet sie. Ja, die Verführung spaltet sie. Und da müssen wir aufpassen. Und wie können wir Verführung durchschauen? Allein anhand des Wortes Gottes. Indem wir in der Bibel zu Hause sind, indem wir die Bibel Tag für Tag lesen und ernst nehmen und beten, dass wir es richtig verstehen. Und die Auslegungsregel ist ja, dass wir Stellen, die wörtlich zu nehmen sind, auch wirklich wörtlich nehmen, nicht symbolisch umdeuten. Solange es eine wörtliche, sinnvolle Deutung gibt, müssen wir es wörtlich nehmen. Und erst wenn es symbolisch gedeutet werden muss, dann symbolisch. Zum Beispiel die Abfolge der Endzeitereignisse in der Offenbarung, die nehme ich grundsätzlich wörtlich. Aber gewisse Einzelheiten, zum Beispiel diese Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen, ich habe es am ersten Abend zitiert, erinnert euch noch an die Heuschrecken, das kommt ja auch beim fünften Posaunengericht vor, da wird ganz klar gesagt, dass die dem Gras keinen Schaden tun und dass die aus dem Abgrund kommen. Von daher ist das in dieser Stelle höchstwahrscheinlich ein Beispiel für dämonische Mächte oder ein Bild für dämonische Mächte. Aber sonst wörtlich nehmen, auch die Katastrophen insgesamt, die kommen. Auch die Kette, an der Satan gebunden ist, in Offenbarung 20 im tausendjährigen Reich, das ist sicherlich keine Eisenkette, weil Satan ja ein geistiges Wesen, ein gefallener Engel ist. Aber die Kette ist ein Symbol dafür, dass er gebunden ist. Er ist wirklich gebunden. Ja? Auch wenn die Kette selber als Symbol steht. Aber die Bindung Satans ist kein Symbol, die geschieht wirklich. Und so gilt es, sehr weise und fein und demütig die Bibel auszulegen, wo es wörtlich und symbolisch ist. Und viele Sekten entstehen dadurch, dass sie das, was wörtlich ist, symbolisch nehmen und das, was symbolisch ist, wörtlich nehmen. Die drehen es dann genau rum. Zum Beispiel Zeugen Jehovas, die nehmen die 144.000 in Offenbarung 7 insofern wörtlich, dass sie die Zahl wörtlich nehmen, obwohl die Zahl an dieser Stelle so eine runde Zahl ist, dass es höchstwahrscheinlich eine symbolische Vollzahl ist. 12 mal 12 mal 1000. Also die Erwählten und die Berufenen aus Israel symbolisieren. Aber dann werden die Stämme einzeln aufgezählt mit gewissen Varianten. Dan fehlt, dafür ist ein anderer Stamm verdoppelt. Aber es sind eindeutig Stämme Israels. Das wird ausdrücklich betont und deshalb kann man nicht sagen, das sind die Zeugen Jehovas, die 144.000. Das sind die Geretteten aus Israel. Und danach kommt die große Schar aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen in Offenbarung 7. Also auch hier wörtlich nehmen, was wörtlich genommen werden muss, wo Gott uns den Hinweis gibt, indem die Stämme ausdrücklich einzeln nochmal aufgezählt werden, damit ja keiner auf die Idee kommt, dass das was anderes als Israel ist an dieser Stelle. Versteht ihr? Sehr interessant, diese prophetische Auslegung. Es gibt auch Mehrfacherfüllung. Meine Büchlein über das Geheimnis biblischer Prophetie, es liegt auch drüben aus, habe ich erklärt, wie man Prophetie richtig verstehen sollte, auch mit mehrfachen Erfüllungen. Also kann ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht alles darstellen. Darüber gibt es auch andere Vorträge, auch auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr das alles in Ruhe nachhören.
Wo sind jetzt aber besondere Gefahren für uns evangelikalen Christen? Wo können wir sozusagen vom Pferd fallen, abfallen, wegfallen vom rettenden Glauben? Die größte Gefahr kommt sicherlich von der Relativierung, also Verwässerung, Auflösung der Gültigkeit des Wortes Gottes. Wo sie das Wort beginnen aufzulösen, zu hinterfragen durch Bibelkritik oder durch Zeitgeist, der in die Bibel hineingetragen wird, da wird es ganz gefährlich. Ja, dann verlieren wir nämlich das Fundament, die Basis, die Grundlage. Das Wort, sie sollen lassen stehen, hat Luther gedichtet in seinem Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott. Also neudeutsch, das Wort sollen sie stehen lassen, sollen sie gelten lassen, nicht auflösen. Aber genau das geschieht heute auch im evangelikalen Bereich. Da wird zum Beispiel gesagt, was die ganze Schöpfungslehre angeht, das müssen wir nicht so wörtlich nehmen. Diese 6 Tage durch Abend und Morgen, das können vielleicht auch Zeiträume sein. Aber liebe Geschwister, wenn Gott ausdrücklich sagt, und es wurde Abend und Morgen, erster Tag, dann ist es ein deutlicher Hinweis, wiederum wörtliche Deutung, dass es ein genau 24-Stunden-Tag ist, weil nur ein solcher Abend und Morgen hat und so weiter. Dann wird auch aufgelöst bezüglich der Gemeindelehre, gerade die Frauenfrage. Da wurde die letzten Jahrzehnte so viel aufgelöst, indem man eben sagt, im Zeitalter der Emanzipation, des Feminismus, soll die Frau genauso die gleichen Dienste machen wie der Mann. Aber Gottes Wort sagt ganz klar, die Frauen sollen schweigen in die Gemeinden. Der Mann ist das Haupt der Frau, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Es liegt Segen darauf, wenn die Männer ihre eigenen Frauen lieben und die Frau ihren eigenen Mann sich unterordnet. Ihr kennt das sicherlich, Epheser 5 wird hoffentlich bei jeder Hochzeit auch gesagt. Da liegt Segen darauf. Und lieben ist genauso schwer wie unterordnen, diese hingebende Liebe für uns Männer. Also von daher ist es nicht so, dass der eine oder andere benachteiligt ist. Aber es gibt gewisse Dienste, die sind einfach Männern vorbehalten. Aber das wird aufgelöst, relativiert. Eine große Not. Es gibt viele Dienste für die lieben Schwestern in der Gemeinde, aber sie sollen nicht die Dienste tun, wo es heißt, dass das nicht sein darf, sonst wird die Schöpfungsordnung verkehrt verdreht. Dann wird auch relativiert die biblische Endzeitlehre. Auch da wird gesagt, ja, vieles geschieht da auch nicht. Es hat mal ein früherer Kollege von mir, ich war ja auch mal Dozent an einem theologischen Seminar, gesagt, ja, 1000-jährige Reich, das ist überflüssig, brauchen wir doch nicht, einfach die Wiederkunft Jesu. Da sage ich, ja, lieber Kollege, wie kannst du denn etwas wegstreichen, was in der Bibel steht, auch wenn es Offenbarung 20 vielleicht nur einmal ausdrücklich steht, aber es kommt auch schon im Alten Testament vor, im Propheten Jesaja, der Löwe wird Stroh fressen und so weiter. Ja, dieses Friedensreich kann man nicht einfach relativieren und sagen, das brauchen wir halt nicht. Also wer sind wir denn, dass wir die Bibel auflösen? Oder auch die Frage der ewigen Verdammnis. Warum sagt der Herr Jesus sogar mehrfach in Markus Evangelium, bezüglich auch Jesaja steht es schon, es wird der Ort der Verdammnis sein, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Dann sagen sie, irgendwann geht die Flamme halt doch aus. Aber wo steht es, dass die ausgeht? Also ich habe nicht die Freiheit, das Wort Gottes hier einfach zu relativieren. Also da müssen wir einfach bibeltreu bleiben. Und es ist traurig, dass heute das Diktat der autonomen Vernunft des Menschen den Glauben an die göttliche Offenbarung verdrängt und die Bibelkritik, die sogenannte historisch-kritische Methode, ich sage manchmal hysterisch-kritisch, weil es wirklich da kein Halten mehr gibt, zum Maßstab erhebt. Und leider dringt diese Bibelkritik infolge eines falschen Wissenschaftsanspruchs, man will dann auch wissenschaftlich sein, so schön anerkannt von der Welt, ja, dringt auch immer mehr in evangelikale Seminare ein. Früher gab es noch viele Bibelschulen. Jetzt müsst ihr heute mit der Lupe suchen, wo sich noch eine Ausbildungsstätte Bibelschule nennt. Das waren früher einfache Prediger, die ausgebildet wurden, oft auch für den Missionsdienst. Heute darf es weder den Begriff Bibelschule mehr geben, noch den Begriff Mission. Beides wird aus den Namen sämtlicher Werke immer mehr verbannt. Ist euch schon aufgefallen? Ich will nur ein Beispiel bringen. Wir wollen da nicht drüber urteilen, aber ich finde diese Namensänderungen immer so traurig. Zum Beispiel die Deutsche Missionsgemeinschaft. Schöner Name, ganz klar, aus Deutschland kommen die Missionare, Mission, Gemeinschaft. Jetzt heißt DMG, international, glaube ich. Ja, man vermeidet den Begriff Mission. Ich habe mal mit dem Direktor dort diskutiert per E-Mail. Der hat gemeint, Mission wird verwechselt mit Mission Impossible und Filmen und so. Und man darf auch in islamischen Ländern natürlich nicht so deutlich sagen, dass da jetzt ein Missionar kommt. Gut, das kann man ja noch ein bisschen verstehen.
Aber trotzdem ist der Begriff Mission ein biblischer Begriff. Ich werde euch senden, sagt der Herr, lateinisch mittere, ich werde euch aussenden, geht hin in alle Welt. Also wir können biblische Begriffe nicht aufheben, bloß damit wir uns hier anpassen an alles Mögliche. Eine traurige Entwicklung. Und auch viele Gemeinden haben sich umgenannt. Es gab viele Gemeinden, die sich Brüderbund oder Brüderverein nannten. Und das nennen sie sich Christusbund, Gemeinde für Christus. Kann man natürlich nichts dagegen sagen. Ja? Christus ist natürlich wunderbar, ja, das ist der Messias. Aber warum hat man plötzlich den Namen geändert, fragt man sich. Und ich denke, es hängt damit zusammen, wegen dem Zeitgeist. Weil man muss dann sich vielleicht Brüder- und Schwesterbund nennen und das klingt komisch, damit hier eben nicht nur Brüder stehen. Okay, also von daher versucht man einfach modern zu sein, mitzuschwimmen mit dem, was heute in ist. Aber ich frage mich doch, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, wir wollen nicht darüber urteilen, aber das wachsam verfolgen. Und ich freue mich immer, wenn Gemeinden biblische Namen tragen. Wie nennt ihr euch zum Beispiel biblische? Ah, ihr heißt sogar noch Brüdergemeinde. Ja, das ist erfreulich. Ja. Aber die Schwestern sind genauso wertgeachtet. Also die brauchen sich hier nicht benachteiligt fühlen. Aber ihr merkt einfach, wie das um sich frisst und wie man versucht, hier mit der Welt mitzuschwimmen. Und dann kommt, es ist nicht immer so, aber oftmals durch die Jugend oder einzelne Jugendliche so diese Meinung, sei es doch nicht so eng, so verschroben. Heute muss man doch überall mitmachen, damit wir in sind. Wir wollen doch die Leute von der Straße gewinnen. Moderne Methoden, jetzt mit Pandemie, mit lauter Band auf die Straße gehen, möglichst viel Lärm machen. Aber ich finde, das stößt die Leute eher ab, die ein Empfinden haben für die Heiligkeit Gottes. Ich habe mal kürzlich, wir machen ja Missionsstand in der Stadt. Und wir verteilen da Traktate, beten da, führen mit den Leuten Gespräche. Wir haben höchstens mal eine Gitarre dabei oder schöne, ruhige Instrumente, eine Geige. Wir brauchen da kein Schlagzeug aufbauen, wie es die Welt macht. Wir müssen uns doch unterscheiden von der Welt. Ja? Durch sanfte, geistliche Lieder, die Menschen gewinnen. Und dann kamen doch tatsächlich mal einige Geschwister von einer anderen Gemeinde vorbei. Es war Osterzeit, die kamen mit Osterhasenkostümen. Und wollten auf diese Weise Menschen für Jesus gewinnen. Und da waren wir alle so schockiert, wir konnten erst mal gar nichts sagen und haben dann versucht, ihnen schonend und liebevoll zu erklären, liebe Geschwister, meint ihr wirklich, dass das Leute überzeugt, dass Jesus lebt, wenn ihr als Osterhasen euch lächerlich macht? Es waren schöne, selber genähte Kostüme mit Ohren und hinten Schwanz und alles. Aber damit wollen sie die Botschaft von der Auferstehung Jesu verkündigen. Und ich habe gesagt, denkt mal an die Muslime, die werden euch dafür sogar verachten und sagen, guck mal, wie lächerlich hier sich die Christen machen. Und es sind bei uns viele Muslime in der Stadt, also sowas können wir überhaupt gar nicht bringen. Und ich hoffe, sie haben es gemerkt und eingesehen, ich weiß nicht. Und da waren wir uns aber alle einig, unsere Geschwister am Stand, und haben gesagt, also das könnt ihr gar nicht machen, sowas. Also wir sollten uns nicht lächerlich machen, sondern ernsthaft, liebevoll und keusch auftreten, auch was die Kleidung angeht. Gerade auch, wenn wir auf der Straße missionieren, das gehört einfach auch dazu, dass die Kleidung anständig ist und einem Christen entsprechend ist. Also diese moderne Bibelauslegung, wie man so sagt, das ist ein großes Verhängnis. Und da ist natürlich die Basis weg. Dann kann alles und jedes in die Gemeinden einfließen, wenn das Wort nicht mehr gilt. Bleiben wir bibeltreu, nehmen wir die Bibel ernst, so wie sie geschrieben steht. Natürlich gilt für uns in erster Linie im Neuen Bund das Neue Testament. Der Tempel steht ja nicht mehr, die Tieropfer und Speisopfer, die machen wir nicht mehr. Der Herr Jesus ist ja unser Opferlamm und daran wollen wir einfach gedenken und die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet praktizieren, so wie es in Apostelgeschichte 2 geschrieben steht. Was auch gefährlich ist, das Wohlfühlevangelium in vielen Gemeinden, wo man dann Showprogramme so wie im Fernsehen veranstaltet, ja, Entertainer mit Mikrofon, hallo und du und so. Man kann ja mal ein Interview machen, aber wenn das so gang und gäbe ist, dass Menschen im Mittelpunkt stehen, dass dann die neuesten Talente, der neueste Superstar auch in der Gemeinde vorgestellt wird. Ja, es wird in Deutschland sogar schon der beste Prediger gesucht. Wie weit sind wir denn gekommen, liebe Geschwister? Ich werde mich da bestimmt nicht melden. Also ich finde sowas abscheulich. Und es ist allein Gottes Gnade, wenn Menschen gerettet werden durch die Botschaft. Und also wer da mitmacht, der kann gar kein wahrer Prediger sein, nach meinem Verständnis der Heiligen Schrift. Das ist dann jemand, der sich selber darstellt oder die sich selber darstellt. Und da sollten wir Abstand davon halten. Also Wohlfühlevangelium. Und dann, ich sage manchmal, wenn Menschen Gemeinden suchen,
achtet doch darauf, nicht nur was dort gepredigt wird, sondern auch, was kommt jetzt, was dort nicht gepredigt wird, nicht mehr gepredigt wird. Predigt man nur noch die halbe Botschaft der Bibel? Wann wurde zum letzten Mal etwas über die Hölle gepredigt? Ich frage jetzt auch euch, habt ihr das Wort Hölle schon mal erwähnt im Gottesdienst? Ja, bei euch wird es noch gepredigt. Gott sei Dank nicht nur natürlich, ja, es wäre ja schrecklich. Aber wenn man weiß, es gibt eine Hölle, dann wird der Himmel umso strahlender sein. Dann werden die Menschen auch den Ernst der Bekehrung erkennen. Aber wo die Hölle verschwiegen wird, ja gut, dann ist ja einfach alles nachher aus. Das ist ja das, was sich die Leute wünschen. Die wollen hier ihr Leben genießen und nachher ist dann alles aus. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wir müssen ihnen schon sagen, es gibt eine ewige Verdammnis, einen Ort, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Ein Ort ewiger Qual und Verdammnis. Auch an dich, der du heute zuhörst, die Frage, bist du schon auf der Seite Jesu Christi? Hast du ihn in dein Herz aufgenommen? Bist du gerettet? Oder wartet auch auf dich vielleicht noch der Ort ewiger Qual und Verdammnis? Wir dürfen die Leute nicht in sanfte Betten wiegen, sondern wir müssen ihnen wirklich Schwarzbrot auch heute in der Endzeit ganz besonders verkündigen. Nur so werden wir Jesus treu bleiben in der Endzeit, wenn wir wissen, worum es überhaupt geht. Gott ist Liebe, er möchte uns herausretten aus der Verlorenheit der Sünde und dieser Welt. Wann wurde in den Gemeinden zum letzten Mal über das Kreuz gepredigt? Wird immer nur der liebe Gott besungen, der 10 Augen zudrückt und alle gerade sein lässt, sozusagen, wie man im Volksmund sagt? Oder wird wirklich die Heiligkeit Gottes auch gepredigt? Natürlich ist Gott barmherzig, wunderbar, aber er ist auch heilig und nichts Unreines kann in den Himmel kommen. Deshalb müssen wir reingewaschen sein durch das Blut Jesu Christi, völlig gereinigt. Nur so kommen wir in das Himmelreich. Deshalb kann keiner sich selber erlösen, denn wir sind alle nie, keiner ist so perfekt, dass wir keine Sünde hätten. Und schon die geringste Sünde, schon ein böser Gedanke, schließt uns vom Himmelreich aus. Deshalb können wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Selbst wenn du keinen umgebracht hast, vielleicht hast du schon jemand gehasst, zornig gewesen, gelogen, in Gedanken die Ehe gebrochen oder etwas Böses vielleicht über deinen Nachbarn gedacht. Das ist alles Sünde. Und wie oft sündigen wir am Tag? Wir können es gar nicht zählen. Allein schon in Gedanken und mit Worten, die Zungensünden, wo ich mich vergangen habe, wo ich vielleicht jemand verleumdet habe oder lächerliche Dinge gesagt oder gespottet oder was auch immer. Es kann einem passieren, schneller als man denkt, je nachdem, in welcher Gesellschaft man auch ist. Man muss da wirklich wachsam sein. Aber wie gut, wenn wir einen Heiland haben, den Herrn Jesus, der uns auch reinwäscht durch sein Blut. Ohne ihn kommt keiner in den Himmel. Keine Religion führt in den Himmel, weil die Menschen haben keine Reinigung durch das Blut des einzigen sündlosen Menschen, des Gottessohnes Jesus Christus. Nur wer diese Reinigung hat, ist völlig reingewaschen, vollkommen gereinigt. Die Muslime haben ihre 5 Säulen, die sie praktizieren. Und die Katholiken, die machen auch noch viele Werke, wo sie versuchen, über die Heiligen und so weiter irgendwas zu erreichen. Aber sie haben keine vollkommene Erlösung, allein durch Jesus Christus. Sie meinen, sie müssen irgendwie Werke tun. Die guten Werke sollen wir auch tun. Klar, aber das ist die Folge des Glaubens. Wenn wir schon gerettet sind, tun wir die gerne und aus der Kraft des Herrn heraus. Nicht aus Eigenleistung, um uns zu erlösen, sondern weil wir schon erlöst sind. Ja, also wohlfühl im Evangelium, dass das Gericht Gottes verschweigt, dass die Buße, die Umkehr verschweigt, dass das Kreuz Jesu verschweigt, den Ernst der Nachfolge und die Hölle, das ist sehr gefährlich. Und das ist auch kein biblisches Evangelium, ist nur die halbe Wahrheit. Da wird dann das Kreuz vielleicht zu einem Unterhaltungsgegenstand herabgewürdigt, eine oberflächliche Bekehrung gelehrt, ohne wirklichen Zerbruch. Und so werden wir in der Endzeit nicht bestehen, wenn nicht wirklich eine tiefgehende Bekehrung geschieht, von Herzen, mit wirklichem Zerbruch vor dem Kreuz Jesu und dass wir dann aufstehen dürfen, wieder begnadigt als Sünder und in der Ewigkeit auferstehen dürfen zum ewigen Leben. Noch unerträglicher als das Wohlfühlevangelium ist das Wohlstandsevangelium. Habt ihr das auch schon mal gehört? Das kommt vor allem in solchen, sag mal, pseudo-charismatischen Gemeinden vor oder modernen Fernsehpredigern, die viel Geld für sich selber einsammeln. Das ist ein totaler Missstand, hat nichts mit biblischem Glauben zu tun.
Und da wird dann tatsächlich gesagt, ein Christ sollte ein möglichst teures Auto fahren, ein möglichst großes Haus besitzen, um seinen Segen vor der Welt zu zeigen, wie er gesegnet ist, indem er möglichst reich ist. Ja, was ist das für eine Lehre? Was sagt der Herr Jesus? Er sagt, wehe euch Reichen, ihr habt euren Lohn schon dahin. Nun, das heißt nicht, dass wir faul sein sollen. Wir dürfen durch unser Händewerk auch einen gewissen Besitz erarbeiten. Wir dürfen ein Häusle haben, ein Auto. Bitte nicht falsch verstehen, wir müssen jetzt nicht alle im Sacktuch hier rumlaufen und alles verschenken. Das hat ja Jesus dem reichen Jüngling gesagt. Geh hin und verkaufe alles, gib's den Armen. Warum? Weil dessen Herz hing wirklich an diesem Reichtum. Das hat ihn daran gehindert, ins Reich Gottes zu kommen. Wenn du aber Christ bist, ein normales Einkommen hast, die deinen versorgst, das ist auch biblisch, dass man seine eigene Familie versorgen soll, dann ist das keine Sünde natürlich. Aber wichtig ist, dass dein Herz nicht am Irdischen hängt, dass du bereit bist, miteinander zu teilen und gute Werke zu tun, auch mit dem, was der Herr dir geschenkt hat. Also die Bibel spricht auch vom Zehnten, von der Opferbereitschaft, nicht nur Geld, auch Zeit, auch Liebe den anderen schenken, indem man sich Zeit für sie nimmt, die Kranken besucht, die Einsamen. Das sind alles diese Werke des Glaubens oder die Frucht des Geistes Gottes. Aber eine schreckliche Lehre, wenn behauptet wird, wer nicht mindestens ein Mercedes oder irgend sowas fährt, mindestens, ja, der ist nicht gesegnet. Das ist eine Lehre, wo Leute krank gemacht werden, wenn sie denken, ja, ich bin ja immer noch so ein armer Schlucker, ich bin da nicht gesegnet, ich bin nicht im Segen des Herrn. Oder genauso gefährlich, wenn gesagt wird, die nicht in Zungen plappern können, die sind keine echten Christen. Das ist auch eine gefährliche Lehre, wo dann Leute in falsche Geister hineinkommen und alle möglichen Praktiken versuchen, um dieses Übernatürliche, wie sie denken, zu bekommen. Vielleicht ganz kurz dazu ein Satz in meinem Buch über den Korintherbrief, das ist schon vergriffen, aber da habe ich das ausgeführt, die biblische Gemeinde heißt das, dass dieses Sprachenreden eine wirkliche Sprache ist, die man auch verstehen und auslegen muss, steht ausdrücklich in 1. Korinther 14, die darf nicht unverständlich bleiben, die muss erklärt werden. Und das haben auch nicht alle. Wenn dann nur Einzelne, so wie es verschiedene andere Gaben gibt. Und ich denke persönlich, heute ist es an sich nur noch notwendig in der Missionssituation, dass Gott auf übernatürliche Weise ein Sprachwunder tut, dass ich plötzlich irgendwo im Urwald bin und dann kann ich diese Stammessprache durch Gottes Gnade, das ist wirkliche Sprachenrede oder Zungenrede. Alles andere ist überwiegend eine psychologische oder sogar dämonische Verfälschung, was in diesen Kreisen läuft. Ich weiß, das ist ein sehr hartes Wort, aber ich habe auch in meinem Büchlein 7 Gründe, warum ich kein Pfingstler oder Charismatiker bin, das etwas ausführlicher erklärt. Also da habt ihr auch die Möglichkeit, diese Frage ausführlicher zu betrachten. Entschuldigung, wenn ich darauf hinweise, aber die Zeit läuft mir jetzt davon. Deshalb muss damit genügen. Und dann noch Gefahren der Ökumene, das habe ich gestern schon dargestellt. Ökumene und Einheit um jeden Preis, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Viele Evangelikale lassen sich heute in Allianzen hineinziehen, die früher undenkbar waren. Man lädt jetzt katholische Bischöfe ein, Orthodoxe und alle möglichen, sogar andere Religionen bei Veranstaltungen der Evangelischen Allianz. Und ich habe schon vorgeschlagen, liebe Allianz, nenne dich doch jetzt eine ökumenische Allianz um, das wäre dann ehrlicher. Ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch mit dem neuen Generalsekretär, ein sehr netter, lieber Mann. Ich denke, er ist auch ein Bruder, ja, gar keine Frage. Aber er hat ein sehr weites Herz und er hat gesagt, lieber Bruder, dein Herz ist weit, aber vielleicht doch ein bisschen zu weit, ja, für alle möglichen Strömungen. Und irgendwo gibt es noch eine Grenze, wo es vom Wort Gottes so abweicht, dass wir sagen können, da müssen wir warnen davor, da können wir nicht uns verbrüdern, versteht ihr? Ich habe gestern ja gesagt, diese Geschichte wie eine kleine evangelikale Freikirche in die Gemeinschaft mit dem Antichristen kam, indem sie sich immer weiter geöffnet hat, immer mehr Dachverbände, dann mit den Konfessionen, dann mit den Religionen, schließlich auch mit den Atheisten zusammen, allen Menschen guten Willens, das Weltfriedensreich errichten will. Und das ist die Verführung, in die viele Evangelikale heute hineingezogen werden. Es fängt ganz klein an, wird man eingeladen zur Allianzgebetswoche, dann mit den anderen Kirchen hier, wo dann auch unbiblische Praktiken zum Teil sind. Ja, da können wir ja nicht mehr warnen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. Ja, wir müssen da aber denen helfen, dass sie aus ihren falschen Lehren, und es fängt ja schon bei der Tauflehre an, herauskommen. Wir verurteilen sie nicht, wir sagen nicht, dass das keine Christen seien, das dürfen wir nicht tun. Wir stehen da nicht auf dem hohen Ross, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Aber da, wo eindeutig unbiblische Dinge sind, haben wir auch den Auftrag,
zu warnen und zu sagen, da können wir nicht mitmachen. Ich weiß, ich sage heute sehr scharfe Worte, vielleicht manchem zu scharf ein bisschen, aber besser ein deutlicher Ton, den die Posaune gibt, als wenn man nur so ein Schalmeien spielt und dann überhaupt nichts verstanden wird. Also keine Ökumene und Einheit um jeden Preis, sondern nur in der Wahrheit Jesus Christus allein und allein Jesus, nicht irgendwelche heiligen Figuren daneben oder noch womöglich heidnische Religionen. Es ist kennzeichnend, dass das Magazin der Evangelischen Allianz in Deutschland den Titel trägt, Eins. Da geht es um die Einheit. Diese Einheit der Wiedergeborenen ist sowieso da, aber heute wird die ausgedehnt immer weiter, auch auf Kirchen, wo viele Nicht-Wiedergeborene, sehr viele Nicht-Wiedergeborene Menschen sind. Und das ist keine biblische Einheit mehr. Ja, ich muss dann jetzt zum Ende kommen, aber das Ende ist eigentlich jetzt das Hauptthema noch. Und da brauche ich bestimmt jetzt noch eine Viertelstunde. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft. Genau. Ich möchte in einigen Punkten noch zusammenfassen, was ja eigentlich auch jetzt der zweite Teil des Themas ist, Gemeinde Jesu in den Endzeitkämpfen. Wie bleiben wir Jesus treu? Ich habe ja schon einiges gesagt, jetzt nochmal zusammenfassend praktisch. Wie bleiben wir dem Herrn treu? Ganz persönlich, das ist ja die eigentliche Frage nach diesen vielleicht etwas düsteren Vorträgen zum Thema Endzeit. Ich hoffe, ihr geht jetzt nicht alle so mit ganz zerknirschtem Gemüt nach Hause und habt gar keine Freude mehr und denkt, ach, wie ist jetzt alles so böse und so dunkel. Es ist ja zwar so, wird auch immer dunkler in der Welt, aber wir sollten trotzdem ein fröhliches Herz behalten, weil wir ja die Erlösung haben durch Jesus. Wir haben ein sinnvolles Leben, wir haben eine himmlische Hoffnung, wir haben einen rettenden Glauben. Ja, was brauchen wir mehr? Und wir können den Menschen ein Licht sein, für die anderen Menschen leuchten als Jünger und Jüngerinnen des Herrn Jesus Christus. Und jetzt die Frage, wie können wir dem Herrn treu bleiben? Wie können wir überwinden, was diese Welt uns auferlegt, gerade in der Endzeit immer mehr? Ich möchte sagen, überwinden wird nur, wer von Jesus Christus überwunden ist, wer sein Kind ist, wer zu ihm gehört, ohne Wenn und Aber, auch wenn Verfolgung kommen sollte, auch inmitten der Verführung ihm treu bleibt. Und dazu folgende einzelne Punkte. Das Grundlegende, wir glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn und sind seine Kinder. Wir haben also die geistliche Bekehrung und Wiedergeburt, hoffentlich alle, die wir hier sind, erlebt. Ich wünsche das jedem, auch bei den Zuschauern, dass ihr wirklich schon euch bekehrt habt zum Herrn, umgekehrt seid vom Weg der Sünde und dass der Geist Gottes in euren Herzen wohnt. Aber nicht nur der Anfang ist wichtig, sondern dass wir auch festbleiben im Glauben. Bleibet am Weinstock, dann werdet ihr Frucht bringen, so sagt der Herr Jesus. Nicht abweichen davon. Und deshalb ist wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, die Bibel, dass wir eine gute Bibelübersetzung haben, wer den Urtext nicht kann, aber dann eine gute wortgetreue Übersetzung und eben auch in ständiger Gebetsverbindung mit dem Herrn stehen. Es heißt sogar mal in der Bibel, betet ohne Unterlass, das heißt ohne Pause. Ja, das können wir ja an Sie nicht machen. Wir können jetzt ja nicht dauernd beten nur, wir müssen ja auch arbeiten. Aber das heißt praktisch so, dass wir in allen Dingen den Herrn um seine Leitung bitten. Bei allen Entscheidungen, beim Autofahren, vor dem Essen, beten wir danken. Wir bitten den Herrn um Weisheit bei der Berufsentscheidung, bei den Entscheidungen während der Arbeit, während der Schule. Ein Stoßgebet oftmals, auch bei Gesprächen auf der Straße mit noch ungläubigen Menschen. Herr, hilf mir jetzt, schenk mir die richtigen Worte. So verstehe ich dieses Wort, betet ohne Unterlass. In allem mit dem Herrn verbunden sein. Und das ist vor allem die Basis am Tag in der stillen Zeit, am besten morgens, vor oder nach dem Frühstück, so wie wir auch frühstücken, damit wir die Basis haben für den ganzen Tag. Und wer morgens die Zeit nicht findet, der sollte sich dann eine feste Zeit einplanen, dann am Tag, aber die auch wirklich einhalten. Nicht als Muss, sondern als Notwendigkeit, so wie wir Atem holen und essen, dass wir auch die Stärkung haben, die Leitung durch den Heiligen Geist im Wort Gottes. Dann auch wichtig, und das ist ja Gott sei Dank wieder möglich, dass wir die Gemeinschaft gläubiger Geschwister wahrnehmen, dankbar sind dafür und unsere Versammlungen nicht verlassen. Vielleicht geht es euch auch so. Man hat es so als selbstverständlich gesehen. Ja, Sonntagsgottesdienst, man geht vielleicht schon aus Gewohnheit hin. Und das war bis März so, ja, vielleicht bei manchen von uns. Man geht aus Gewohnheit nur noch hin.
manchmal nimmt man was mit, manchmal auch nicht. Und jetzt plötzlich war es weg, ja? Kein Gottesdienst mehr. Und ich denke, da sind doch hoffentlich viele aufgewacht. Plötzlich fehlt uns doch etwas, die Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Wort, mit den Geschwistern. Und wie schön, wenn man sich wieder versammeln darf. Jetzt ist der Raum ja auch nicht gefüllt wegen der Abstandsregeln, aber immerhin sind doch etliche schon wieder da. Und ich freue mich, dass auch heute noch so viele gekommen sind. Natürlich halten wir alle hier auch die Hygienevorschriften ein in dieser Corona-Krise, in der wir immer noch stehen. Aber wir können uns wieder versammeln, Gott sei Dank. Und ich denke, wir sind jetzt viel dankbarer als vorher, bevor das verboten war, eine Zeit lang. Die Gemeinschaft gläubiger Geschwister. Mit dem Herrn und miteinander. Und da steht auch im Hebräerbrief, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen. Und das ja umso mehr, als sich der Tag des Herrn naht. Sondern wir sollen uns da ja trösten, stärken und auch ermahnen in den Versammlungen. Dann, wie können wir dem Herrn treu bleiben? Indem alles, was zwischen Jesus und uns steht oder mir oder dir steht, also zwischen dem Herrn und dir steht oder zwischen dem Herrn und mir, dass wir ihm das bekennen, dass wir die Sünde ausräumen, dass wir wirklich vor dem Herrn beichten, auf die Knie gehen, Herr, vergib mir, ich habe versagt, wasch mich wieder rein, dass ich dir mit fröhlichem Herzen und befreitem Gewissen begegnen kann. Achte darauf, liebe Seele, dass keine Sünde sich anstaut in deinem Leben. Ich bin schockiert gewesen, als ich einen Fall gehört habe, wo ein Ehepaar in eine Gemeinde ging, jahrelang, und dann stellte sich heraus, nach Jahren, der Mann hat ein Doppelleben geführt. Der hat da sogar Musik gemacht und alles Mögliche, hatte aber eine Freundin nebenher und plötzlich flog das auf und die Ehe ging auseinander. Ja, wie kann man da mit fröhlichem Herzen dem Herrn dienen, wenn man ein solches Doppelleben führt und gar nicht wirklich wiedergeboren ist und den Leuten was vormacht? Ja, es ist eine schreckliche Sache. Ich wünsche das keinem von uns, dass das der Fall ist. Es ist die Möglichkeit, solche Dinge auszuräumen, bevor es zu spät ist, bevor die Katastrophe eintritt. Gott ist heilig und er sieht in das Herz. Ihm können wir nichts vormachen. Und deshalb ganz wichtig, wenn irgendetwas ist, was du vielleicht verbirgst vor den Geschwistern, vor Gott kannst du es nicht verbergen. Bekenne doch deine Sünde, bevor es zu spät ist. Auch heute ist die Möglichkeit, in die Beichte oder in die Seelsorge zu gehen, vor Gott oder auch vor Menschen und es wirklich zu bereinigen. Ich kenne euch nicht, ich kann hier ganz frei reden, ich weiß von gar nichts, ja. Ich kenne jetzt nur gerade mal euch, bei euch sind wir zu Gast, das freut uns sehr. Aber wenn irgendwas ist bei den Zuschauern oder Besuchern heute, dann bereinige doch die Sache. Und wir sollten auch, das ist auch wichtig, dass unsere Beziehung zum Herrn geklärt ist, die Gnade Gottes nicht zum Sündigen missbrauchen. Natürlich ist Gott gnädig und barmherzig, aber das heißt nicht, dass wir einen Freibrief haben, immer weiter zu sündigen. Wir werden auf Erden nicht vollkommen sein. Wer sagt, er sei ohne Sünde, der macht Gott zum Lügner. Aber so wie Christus in uns lebt, können wir auch der Sünde immer mehr absterben. Und wenn wir doch gesündigt haben, dann wieder zu ihm gehen und um Vergebung bitten. Und deshalb ist wichtig, dass die Werke der Finsternis aufgedeckt werden müssen. Die dürfen nicht zugedeckt werden, weder im persönlichen Leben, noch in den Familien, noch in den Gemeinden. Nur wenn die Krankheit diagnostiziert wird, kann sie auch behandelt werden. Und so ist auch mit der Sünde. Die Sünde muss offenbart werden und dann kann sie auch vergeben werden, aber nicht, wenn sie zugedeckt wird. Noch einige weitere Punkte, die hoffentlich hilfreich sind für das Überwinden. Wir akzeptieren weder den Hochmutsgeist, also den Stolz, der sich durch Spaltungssucht in Gemeinden offenbart, ist ja oftmals auch ein Stolz, das akzeptieren wir nicht. Und wir akzeptieren auch nicht den Vermischungsgeist, der sich durch eine Ökumene und Einheit um jeden Preis darstellen möchte. Also beides ist falsch. Die Spaltungssucht, wir haben jetzt die bessere Kenntnis, das müssen wir weg. Das sollte auf keinen Fall vorschnell geschehen. Nur wenn wirklich massive Irrlehren in einer Gemeinde sind oder der Lebensstil völlig daneben geht und keine Reform mehr möglich ist, auch trotz mehrfacher Ermahnung, erst dann darf man oder muss man vielleicht sogar weggehen, geht aus, damit ihr euch nicht fremder Sünden teilhaftig macht. Ich bin zum Beispiel persönlich aus der katholischen Kirche ausgetreten, später auch mit schwerem Herzen aus der evangelischen Kirche, weil da solche massiven Missstände vorhanden oder eingebrochen sind.
dass ich es nicht mehr mittragen konnte. Auch nicht durch die Kirchensteuer. Ich bin jetzt schon seit 1998 freikirchlicher Christ. Da ist auch nicht überall Gold, was glänzt. Aber man hat wenigstens ein reines Gewissen, dass man nicht offensichtliche Sünden hier mitträgt oder mitfinanziert. Das ist eine Gewissensfrage, ja, natürlich. Also Spaltungssucht sollte nicht sein, aber austreten muss manchmal sein, wenn eine Situation in einer Gemeinde unreformierbar geworden ist. Dann, aber auch erst dann. Vorher aber erst auftreten und dann austreten, sage ich jedem auch, der vielleicht von weiter her zuhört, der vielleicht in irgendwelchen unreformierbaren Kirchen drin ist. Also weder Spaltungssucht noch Vermischungsgeist mit dieser falschen Ökumene, die ich ja gestern ausführlich dargestellt habe. Aber bei allem, liebe Geschwister, ist wichtig die Liebe, dass wir die wiedergeborenen Geschwister lieben im Herrn Jesus, auch wenn wir nicht in allem mit ihnen übereinstimmen. Wir haben auch Endzeitkonferenzen, die finden jetzt auch wieder statt, Gott sei Dank, Ende Juni. Ich lade euch herzlich ein nach Bad Teinach oder in der Schweiz ist auch eine jetzt geplant im Juli. Auf meiner Homepage, denke ich, müsste das stehen. Da könnt ihr das auch finden, diese Termine. Aber da kommen auch Menschen aus verschiedenen Gemeinden zusammen, mit zum Teil verschiedenen Erkenntnissen. Aber solange es jetzt nicht der Bibel direkt und massiv widerspricht, muss man sich da einfach auch stehen lassen. Denn unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Auch das, was ich hier vortrage, ist Stückwerk nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich lasse mich auch gern korrigieren. Deshalb frage ich gerne oft nach den Botschaften, habe ich irgendetwas Falsches gesagt? Dann helft mir, dass man es noch korrigieren kann, zum Beispiel dann, wenn es im Internet stehen sollte, steht ja auch auf eurer Seite, vielleicht auch auf meiner, auf dem YouTube-Kanal. Aber dass man es dann vorher noch korrigiert, dass nichts Falsches verbreitet wird, ist mir persönlich ganz wichtig. Bitte kommt auch auf mich zu, wenn du, lieber Bruder, sag mir, was Falsches gesagt hast. Ich bin gern bereit, es zu korrigieren. Aber dann bitte von der Bibel her begründen. Also diese Liebe zu den Geschwistern, die dürfen wir bei aller Liebe zur Wahrheit niemals vergessen. Die Liebe und die Wahrheit gehören zusammen. Die Wahrheit muss in Liebe gesagt werden, aber aus Liebe darf die Wahrheit nicht verschwiegen werden. Und deshalb sind wir bereit, Korrektur anzunehmen. Für uns persönlich ist wichtig, dass wir uns nicht einfach unbiblischen Einflüssen aussetzen, dass wir Dinge meiden, die uns von Jesus wegziehen. Irgendwelche Medien vielleicht oder Filme, die uns nicht gut tun, Spiele, die uns vielleicht gewalttätig machen würden, diese ganzen Killerspiele und Echo-Shooter und was es da alles gibt. Ich weiß nicht, ob das der Seele wirklich gut tut, wenn man pro Spiel vielleicht 100 Leute erschießen muss, damit man die meisten Punkte kriegt. Ich frage mich, was das eigentlich soll und was die Menschen davon haben. Ich denke persönlich, dass das Gewissen dadurch abgestumpft wird. Und irgendwann wird es tatsächlich in die Tat umgesetzt, wie es schon bei Amokläufen passiert ist. Gott sei Dank machen das nicht alle dann, aber es gibt immer wieder solche, die sehr empfindsames Gewissen haben oder hatten und die dann das abgestumpft haben und dann die Dinge wirklich in die Tat umsetzen, wie schrecklich. Also alles, was uns geistlich schadet, sollten wir meiden, auch was Mode angeht, was Musik angeht, dass wir da wirklich auswählen, was ist wirklich, was würde dem Herrn Jesus gefallen und was nicht. Frag dich einfach, würde Jesus das jetzt auch anschauen? Würde Jesus das auch tun? Oder muss ich da jetzt Jesus aus dem Zimmer ausschließen? Möge sich jeder fragen, jeder von uns. Deshalb, wir trennen uns von allen Strömungen, Praktiken und Moden und Methoden, die gegen das Wort Gottes stehen. Wir üben wieder konsequente Gemeindezucht, wo Dinge aus dem Ruder laufen. Auch da möchte ich gerade Brüder in allen Gemeinden ermutigen, habt Mut. Ich weiß, es ist nicht immer einfach zu ermahnen, aber es muss manchmal sein, damit Dinge nicht wirklich völlig aus dem Ruder laufen, was Lehre und Lebensstil angeht. Wir mussten auch schon Geschwister auf Bewährung stellen, wo Sünde, massive Sünde offenbar wurde. Also es gibt jeden Tag Sünde auch in unserem Leben, klar, aber wo Sünde ist, die offensiv in die Gemeinde hineingetragen wird, die ganz zerstörerisch auch auf andere Gewissen sich auswirken würde. Schlechte Vorbilder, unmoralisches Zusammenleben vielleicht und solche Dinge. Da müssen wir natürlich sagen, das müsst ihr bereinigen. Erst dann könnt ihr wieder zum Brotbrechen, zum Abendmahl kommen. Oder man muss sogar ausschließen durch die Gemeindeversammlung. Matthäus 18 wird das ausführlich beschrieben, wie das dann erst unter vier Augen, dann mit zwei Zeugen und dann schließlich mit der Gemeinde praktiziert werden muss. Ja, dann auch der Missionsauftrag. Ich
bin jetzt wirklich fast am Ende. Der Missionsauftrag, der sollte wahrgenommen werden, auch inmitten aller endzeitlichen Entwicklungen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich bin bei uns in der Gemeinde Missionsleiter. Gerade auch, nachdem ich diese finsteren Themen habe, liegt mir die Mission sehr am Herzen, dass wir das nicht vergessen, Licht zu sein, das Evangelium weiterzusagen, uns nicht lähmen zu lassen durch die Endzeitentwicklungen. Es gibt ja Kreise, die sagen, es geht jetzt alles nur noch den Bach runter, es hat gar keinen Sinn mehr, noch was zu machen. Und ich sage, nein, erst recht, jetzt erst recht hinausgehen. Deshalb haben wir auch dieses Corona-Traktat geschrieben, Hilfe bei Angst vor Coronavirus, was da vorne auch liegt. Und das wurde tatsächlich schon hunderttausendefach bestellt und verteilt. Auch die Mission Bruderhand hat ein Traktat veröffentlicht. Die haben es finanziert mit der Hilfe von Geschwistern in sämtliche Haushalte im Saarland, wo ein sehr gottloses Land bei uns ist. Saarland, gibt es wenige Gemeinden. Da haben sie es in alle Haushalte verteilen lassen im Saarland. Ja. Also ich finde es wunderbar, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, dass die Leute vielleicht ein bisschen aufgewacht sind und wir nicht schweigen sollten, sondern umso mehr die frohe Botschaft hinaustragen. Missionsauftrag und auch Diakonie, Taten der Nächstenliebe, den Notleidenden helfen, ja, das ist auch ganz entscheidend. Ich freue mich, dass unser Bruder hier auch mit behinderten Menschen arbeitet. Das sind Dienste, die sind nicht immer einfach. Betet auch für solche Brüder und Schwestern, die das tun. Aber umso mehr Segen, wenn man auch diesen Schwächsten unserer Gesellschaft beisteht und sie nicht einfach links liegen lässt. Und das Letzte, wir weihen unser Leben ganz neu und ganz allein dem dreieinigen Gott und dienen ihm bis an unser irdisches Ende und bis in die Ewigkeit. Das soll unser Wunsch und unser Gebet sein. Amen. Jetzt möchte ich noch mit uns beten und bitten, dass er aufsteht. Dazu noch ein paar Buchhinweise und dann werden wir abschließen. Lieber Heiland, wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben, dass du uns alles vorausgesagt hast, was sich jetzt ganz besonders vor unseren Augen erfüllt. Herr, wir wissen nicht, wann du kommst. Wir wollen nicht rechnen, aber wir wollen einfach wachsam sein, wenn du deine Gemeinde zu dir rufst, dass auch wir dabei sind, dass wir nicht zurückbleiben. Schenk, dass wir wirklich, wo es was bereinigt werden muss, es vor dir bekennen und auch vielleicht vor Menschen, damit wir wirklich mit geheiligtem Herzen und Gewissen dir begegnen dürfen. Und sollte jemand hier sein, der noch nicht dein Kind ist oder etwas bereinigen will, dann schenke auch den Mut zu einem Gespräch und dass einfach du als der Sieger auch in diesem Leben dich verherrlichen kannst. Wir loben und preisen dich. Amen. Ich lade also ganz herzlich ein zum Gespräch, wenn jemand auch seelsorgerlich ein Gespräch sucht, gerade an diesem letzten Tag. Wir sind gerne da, wir haben keinen Zeitdruck. Wir fahren heute irgendwann nach Hause, aber ich bin heute noch da, solange der Bedarf auch bei euch ist. Jetzt darf ich mit Gottes Hilfe, wir können den Livestream dazu auch noch laufen lassen. Danach werden wir ihn heute nicht abschalten. Gottesdienst geht ja weiter, Entschuldigung. Aber doch noch mal kurz auf die Schriften, letzte Möglichkeit heute. Ich habe ja viele Themen, ich weise nur auf wenige jetzt hin. Hier kostenlos diese Flyer über Corona, aber auch Einladung in den Himmel. Auch diese Zeitschrift, die vierteljährlich erscheint. Man kann die abonnieren. Der schmale Weg, Orientierung im Zeitgeschehen. Die Bestelladresse steht hier auf Seite 2 im Impressum. Da könnt ihr uns gerne ein Mail oder Anruf schicken. Dann könnt ihr das auch kostenlos auf Spendenbasis im vierteljährlichen Bezug bekommen. Ich habe die Sintflut erwähnt, Noah, hier die Auslegung der ersten 11 Kapitel der Bibel aus bibeltreuer Sicht, ohne jede Bibelkritik, so wie es geschrieben steht, erklärt die biblische Urgeschichte und ihre Bedeutung für die Endzeit. Auch Babylon ist hier drin und Sintflut. Dann hatte ich ja schon am ersten Abend erwähnt, das Endzeithandbuch, das ist ein Lexikon aus bibeltreuer Sicht über die ganzen Endzeitfragen, Seuchen, Kriege, Katastrophen, Orientierung im Dschungel der Endzeitereignisse. Ein weiteres Lexikon über Sekten. Auch die Sekten und Irrlehren nehmen ja heute überhand. Die wichtigsten Sekten und Sondergemeinschaften auf dem Prüfstand. Also zum Beispiel Adventisten, Anthroposophen, Mormonen, Neuapostolische, Scientologen, Zeugen Jehovas, Freimaurerei, Gralsbewegung, Lobarianer, Magie, Mandala, Meditation, Mystik, Neuoffenbarung, New Age, Yoga, Theosophie, Astrologie und so weiter. Alles das ist hier aus bibeltreuer Sicht beurteilt und noch vieles andere. Und dann auch ein Esoterik-Handbuch, da geht es um den ganzen Okkultismus, auch okkulte Heilpraktiken. Esoterik-Handbuch, Hilfen zur Prüfung der Geister, zum Beispiel Akupunktur, Ayurveda, Bachblüten, Feng Shui, Geistheiler, Gnosis, Homöopathie, Kabbala, Reiki, Schamanismus, UFOs, Zen-Buddhismus und so weiter und so fort. Da habt ihr hier eine bibeltreue Beurteilung von verschiedenen Autoren, die da mitgewirkt haben.
Ich habe es dann herausgegeben durch Gottes Gnade. Jetzt danke ich euch ganz herzlich für diese Einladung, diese 3 Tage. Ich habe mich sehr gefreut, in eurer Mitte zu sein, auch wenn viele mich oder ich sie nur durch den Livestream kontaktieren konnten. Auch euch daheim möchte ich ganz herzlich grüßen. Seid alle dem Herrn befohlen. Und jetzt wird unser lieber Bruder weitermachen. Wir haben jetzt noch 2 Liedbeiträge.